Heute zeige ich euch, wie man diese leckere Rolled Ice Cream zubereitet. Zuerst werden Vanillemark, Creme Double, Kondensmilch und Sahne cremig geschlagen. Danach pürieren wir Beeren und Zucker. Jetzt das Püree, Kokosraspeln und Raspelschokolade unter die Creme heben. Die Eismasse wird nun hauchdünn auf zwei Blechen glatt gestrichen und kommt für eine Stunde in den Gefrierer. So lange bereiten wir schnell eine Kokossahne zu. Das gefrorene Eis schieben wir dann mit einem Spachtel von unten nach oben zu kleinen Röllchen. Jetzt noch mit euren Lieblingstoppings garnieren und genießen.